Hallo Leute, ich bin's wieder, Irene, und heute gibt es ein neues Video, heute habe ich einen kleinen Mini-Junkyard-Haul für euch und ein Assumptions About Me Video, beziehungsweise ein Live-Update, like today we're gonna spill some tea. Ich will gar nicht lange reden, aber ich möchte mich bei euch bedanken, cause y'all cute or whatever. Die ganzen Instagram-Nachrichten sind wirklich mega süß. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt, wenn ihr das noch nicht tut. Mein Name ist Irene Asamoah Official. Hinterlasst am Ende einen Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen. So, fangen wir mit dem Haul an. Und zwar, Junkyard ist eine Seite, die mehrere Brands verkauft, wie Levi's, Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, like, y'all know the shebang. Und das erste, was ich mir ausgesucht habe, sind Air Force One. Mit Air Force kann man eigentlich nie was falsch machen. So your girl had to get some white Air Force One. Das sind die Low und ja, ich finde, die stehen mir mehr als die High. Die nächste Sache, die ich auch mega cool fand, weil ich Desi Perkins cool finde, like I'm fangirling. Und zwar ist das diese Brille hier. Ich finde die Aufmachung und die Verpackung auch mega cool. Und zwar sind das die Key Australia X Desi Perkins High Key Sonnenbrille. Brille. Und like I'm fancy or whatever. You know? I'm so high key. I will call you next week, girl. Ich finde die Brille mega geil, weil die so einen Ombre-Effekt hat und, you know, it's just cool. So, die nächste Sache, und zwar, da sind gerade Sachen drin, but diesen Rucksack habe ich mir noch ausgesucht. Und zwar hat dieser Rucksack so gut wie gar kein Eigengewicht. Klar, da sind jetzt Sachen drin, deswegen ist die Tasche auch schwer. Aber kennt ihr diese Taschen, die ein Eigengewicht haben und dann hebst du das hoch und das ist schon schwer und dann packst du noch deine Sachen rein und dann hast du später 5 Kilo an der Schulter. Deswegen mag ich diesen Rucksack so gerne. Der ist an den Ärmeln ein bisschen gepolstert, hat vorne hier eine Tasche. Anyway, love this bag. Und dann habe ich mir noch 2 weitere Sachen ausgesucht, und zwar ein schwarzes Nike T-Shirt. Und das zweite T-Shirt ist ein weißes The North Face T-Shirt und das rote auf dem Rücken, you know, I thought it was kind of cute. Ich fand auch, das kann man vielleicht gut zu den Air Force anziehen. Wenn ihr euch dazu entscheidet, etwas bei Junkyard zu bestellen oder zu kaufen, dann könnt ihr gerne meinen Code benutzen. Der ist Irene15 für 15% Rabatt. Ich verdiene an dem Code nichts, aber ja, in case you wanna shop, you know, why not just use it? Okay, now let's spill the tea. Ich habe euch auf Instagram aufgefordert, mir Fragen zu... sondern Assumptions zu schicken, und ihr habt das auch gemacht. Und ich lese mal ein paar vor und dann gucke ich mal, ob sie wahr sind oder nicht. So, die erste Vermutung ist, ich denke, dass du eine schüchterne Person bist, dennoch sehr herzlich. Ich würde gar nicht mal sagen, dass ich unbedingt eine schüchterne Person bin. Ich bin vielleicht nicht direkt die Person, die auf eine Person zugeht, aber wenn man mich kennt, okay, wenn man mich kennenlernt. Ja, ich würde nicht sagen, dass ich unbedingt schüchtern bin. Und herzlich, yeah, you know. Die nächste Vermutung ist, du kommst aus Togo und wohnst hier in Hamburg. Ja, ich wohne in Hamburg, aber ich komme aus Ghana. You know, I gotta rap it all day. Okay, das sind jetzt alles noch nette Sachen. But I read some juicy stuff. Und auch sehr, sehr viele haben mir Komplimente gegeben bei diesen, bei dieser Frage auf Instagram. Dankeschön an alle, die da teilgenommen haben und was geschrieben haben. So, die nächste Frage ist, bist du vergeben? Also, like, I'm happy and the person that I'm with makes me happy. Von daher, you know, I know y'all nosy. I know y'all nosy. Aber ich find's gar nicht mal so schlimm. Ich meine, ihr kennt mich ja schon seit einer langen Zeit. Also meine Day Ones kennen mich seit einer langen Zeit. Und die wissen auch generell ein bisschen, wie alles angefangen hat. Und wie das alles war damals. So, I get. Ich verstehe, warum ihr das wissen wollt, und bin auch nosy. Like, wenn ich eine YouTuberin habe, die ich mag, und ich schaue ihre Videos, ja, auch so denken so, like, does she have a boo? Like, is she getting late? No, just kidding. Das war ein bisschen zu viel. Die Person vermutet, dass du dass ich vorhabe, daheim zu bleiben, bis Mr. Right da ist. Nope. Like, I'm trying to pack my bags and go.
ich denke, für eine Frau, klar, es gibt jetzt auch Männer, die ausziehen, obwohl sie keine Freundin haben, beziehungsweise nicht mit der Freundin zusammenziehen. Aber ich finde, für eine Frau so, wenn man zu Hause ist und es ist immer Mama, 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 und irgendwann ist es halt nicht mehr Mama. Irgendwann bist du die Mama. Und ich finde, es ist wichtig, halt auch auf eigenen Füßen zu stehen, einfach sein Geld selber zu managen, den Haushalt selber zu schmeißen und halt alles mal oder generell einfach mal auf sich selbst gestellt werden. Denn wenn ein Mann später dazukommt, wird das nicht unbedingt besser. 'Cause men are like little babies. Nein, aber ich denke, für mich persönlich ist es sehr wichtig, einmal alleine zu wohnen, bevor ich mit meinem Freund zusammenziehe oder mit meinem Mann zusammenziehe. Und deswegen will ich nicht daheim bleiben, bis Mr. Right kommt. Ich will definitiv mal das Sagen haben, ne? Und ich glaube, das ist ganz gut für mich auch, um zu sehen, wie das sein wird, wenn ich später Kinder habe. Because ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste, ne? Ich bin jetzt 23 und in 3-4 Jahren, I gotta pop some babies, you know? Ich persönlich denke, dass es für mich persönlich, wie gesagt, für mich persönlich, I'm not telling you how to do anything, aber für mich persönlich ist es wichtig, dass ich erstmal einmal alleine gewesen bin, bevor ich sagen kann, okay, ich möchte jetzt mit der und der Person zusammen wohnen. Ich hoffe, das hat irgendwie Sinn gemacht. So, die nächste Vermutung ist, dass ich in der Schule beliebt war. Also ich war mit unter anderem das unbeliebteste Kind in der Grundschule, like I was the only black girl oder black person, period, bis ich in der 3. Klasse war. Und generell auf meiner Schule gab es nicht viele Dunkelhäutige oder viele, die anders waren, so. So I wasn't popular. In der Mittelstufe, same thing. Oberstufe, you know, your girl developed some curves or whatever, the boys started liking her. Nein, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber da war ich halt jetzt nicht so unbeliebt, würde ich mal so sagen. So, die nächste Vermutung ist, du stehst auf alles schwarz und weiß. Also es kommt drauf an. Ich würde jetzt grundsätzlich nein sagen, weil es eigentlich nichts mit der Hautfarbe zu tun hat. Aber ich finde Melanin schon ganz attraktiv. Wenn da jetzt ein Typ ist und er sieht aus wie Thor. Aber ich finde Melanin ganz attraktiv. Ich mag, dass ich viel sprechen kann mit ihm, you know? So, ja, man muss halt diese Connection haben und es ist halt ein bisschen leichter mit einer Person, die dir ähnelt, die Verbindung aufzubauen, sag ich jetzt mal so, als mit jemandem, der eigentlich gar keine Ahnung von deiner Kultur hat und auch nicht von deiner Sprache und auch nicht, wie du aufgewachsen bist oder wie du erzogen worden bist. So. Die nächste Vermutung ist, dass ich eigentlich introvertiert bin. Nach zum Beispiel Events brauche ich erst mal 3 Tage Ruhezeit. Ja, nach einmal feiern brauche ich bis Dienstag. Also wenn ich Freitag feiern gehe, brauche ich bis Dienstag, um wieder normal drauf zu sein und nicht total müde. Mit like when I was 19, I was getting it. Spaß, nein. Ich rede jetzt so, like I was getting a poppin', bitch. Nein. aber wo ich 19, 18 war und ich war feiern, ich war am nächsten Tag um 10 Uhr morgens fit. Now, like, what the fuck is happening with me? Die nächste Vermutung ist, dass ich momentan super zufrieden bin mit meinem Leben. Klar, hier und da gibt es immer Sachen, die man nicht so gerne hat oder wo man was ändern möchte. Aber all in all bin ich zufrieden. Like, my personal life is going great. YouTube muss ich natürlich jetzt wieder Gas geben, weil dieser YouTube-Algorithmus, ne? Und, aber I know, when y'all keep watching my videos, it'll be okay. Nein, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes sehen wollt. Ganz, ganz wichtig, ihr könnt mir wieder C-Talk-Nachrichten schicken. If you're new to my channel, C-Talk ist eine, ja, sagen wir mal so Community-Talk. Da schickt ihr mir eure Probleme oder eure Situationen, mit denen ihr nicht so ganz fertig werdet, per Instagram. Ich lese sie hier vor, anonym. Like, ain't nobody, I'm not going to spill your name. Ain't nobody gonna know you. Und werde mein 2 Cents euch geben, wenn ihr euch denn interessiert. Und in den Kommentaren schreiben meine Squad-Members, was sie in der Situation tun würden oder was sie von der Situation halten. Das heißt, ihr als Person, die mir geschrieben habt, könnt dann in den Nachrichten schauen bzw. in den Kommentaren nachlesen, was andere Leute von der Situation erstens halten, was sie euch als Rat geben und generell, wenn es euch interessiert, you know, just text me on Instagram. Die nächste Vermutung ist, dass ich mega groß bin und dass ich vielleicht bei Germany's Next Topmodel mitmachen könnte, wenn ich wollte. Also zuallererst, gefühlt sind die Mädchen, die bei Germany's Next Topmodel mitmachen,
alle groß. Your girl is tiny. Ich bin 1,71. Noch dazu sind die mega schlank. And you know, your girl got curves. Sometimes my jeans don't be fitting. Ich sehe mich auch nicht als richtig schlank. Like, ich finde so wie ich bin, so jetzt mit meiner Figur und so. Klar, ich habe jetzt vielleicht 3 Kilo oder so zugenommen. But I'm going to the gym. Aber all in all denke ich nicht, dass ich jemals so abnehmen würde, dass ich da reinpassen würde. So Leute, schreibt mir in die Kommentare, was für Videos ihr als nächstes sehen wollt. Am Sonntag gibt es auf jeden Fall ein neues Video und das ist mit your boy, Regina, and we're going to be lit. Abonniert meinen Channel, vergisst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Folgt mir gerne auf Instagram, wenn ihr Lust habt. Mein Name ist Irene Asamoah Official. Und dann bis zum nächsten Mal.